Es ist kein Geheimnis, dass Tiere in unserer Welt in allen Formen und Größen vorkommen. Aber selbst innerhalb einer Art oder Unterart sehen Natur und Genetik manchmal doppelt, was zu etwas führt, das normalerweise nur in der Mythologie vorkommt. Zweiköpfige Tiere. Hier sind einige der seltsamsten zweiköpfigen Tiere, die es je gegeben hat, von seltsam niedlich bis wahrhaft albtraumhaft. Es ist wahrscheinlich keine große Überraschung zu erfahren, dass ein Lebewesen, das mit zwei Köpfen statt einem geboren wird, ein Zustand, der als Bicephalie bekannt ist, unglaublich selten ist. Da nur sehr wenige Wildtiere, die mit zwei Köpfen oder zwei Gesichtern geboren werden, lange genug überleben, um von Menschen entdeckt zu werden, ist es schwierig zu sagen, wie häufig Bicephalie vorkommt, aber grobe Schätzungen gehen davon aus, dass es sich um eine von 100.000 Geburten handelt. Wie kommt es nun, dass Lebewesen zwei Schädel haben? Zwillinge entstehen normalerweise, wenn sich ein früher Embryo unvollständig teilt. Normalerweise entstehen Zwillinge, wenn sich eine befruchtete Eizelle teilt und ein zweiter Embryo mit der gleichen genetischen Information entsteht. Gelegentlich wird dieser Teilungsprozess aufgrund von Temperatur oder chemischen Problemen unterbrochen und es entsteht ein Embryo, der sich nur teilweise teilt. Die beiden Embryonen entwickeln sich körperlich verbunden, manchmal am Kopf, manchmal am Gesicht und manchmal am Körper. Sobald sie sich entwickelt haben, teilen sich diese zweiköpfigen Tiere oft ein oder mehrere innere Organe, manchmal sogar das Gehirn und leider, wenn auch nicht überraschend, werden mehr als 60% von ihnen tot geboren oder sterben kurz nach der Geburt. Selbst wenn alle geteilten Organe einwandfrei funktionieren, hat jedes Gehirn nur Zugriff auf bestimmte Gliedmaßen, was, wie man sich vorstellen kann, ziemlich problematisch ist, da zweiköpfige Tiere normalerweise zwei Gehirne in ihrem Kopf haben. Wie viel Kontrolle jedes Gehirn hat, ist von Fall zu Fall verschieden, aber der ständige Kampf, die Gliedmaßen zu koordinieren und sich gemeinsam in einer geraden Linie zu bewegen, macht sie unfähig, effektiv Nahrung zu finden und in der Wildnis anfällig für Raubtiere. Erschwerend kommt hinzu, dass bei einigen zweiköpfigen Tieren beide Gehirne die volle Kontrolle haben, was bedeutet, dass ihre Muskeln ständig gemischte Signale erhalten, was koordinierte Bewegungen fast unmöglich macht. Es ist kein einfaches Leben, aber da wir nun wissen, wie diese seltsamen Kreaturen existieren, schauen wir uns doch einmal an, wie das Leben einiger dieser seltsamen Exemplare aussieht. Ein zweiköpfiges Wesen, über das man sich nicht lustig machen sollte, ist dieses kleine Schwein mit zwei Mäulern. Dieses Schwein mit zwei Mäulern wurde 2011 auf einem Bauernhof in Hunan, China, geboren. Das arme Schweinchen konnte nicht mit dem Gewicht von zwei Köpfen trinken, aber beide Gehirne und Schnauzen waren intakt, um mit der Flasche gefüttert zu werden. Obwohl das Ferkel Schwierigkeiten beim Fressen hatte, gab es wie durch ein Wunder keine gesundheitlichen Komplikationen und es wurde auch nicht von einem vorzeitigen Tod berichtet. Wie schön! Aber abgesehen davon, dass es den Geruch von frisch gebackenem Brot doppelt so sehr genießt wie wir anderen, scheinen die zwei Köpfe nicht gerade von Vorteil zu sein, denn die anderen zweiköpfigen Brüder werden angeblich von den anderen Schweinen auf dem Hof herumgeschubst. Ein anderes Schwein mit zwei Schnauzen wurde auf einem Bauernhof im Nordwesten Chinas geboren, ironischerweise 4 Jahre zuvor, im Jahr des Schweins, und wurde als glückliches Omen betrachtet. Dieses unglaubliche Bild des Schweins vor zwei Spiegeln zeigt wirklich das ganze Bild. Obwohl das Zyklopenauge in der Mitte des Kopfes nicht funktioniert, da es sich in Wirklichkeit um zwei unvollständige Augen handelt, die miteinander verschmolzen sind, funktionieren die beiden anderen Augen sehr gut. Das bedeutet, dass er sich selbst unter die Lupe nimmt und wer könnte es ihm bei seinem schneidigen Aussehen verübeln? Erst kürzlich, im Mai 2020, wurde in Loyolo auf den Philippinen ein weiteres Doppelkopfschwein geboren. Diesmal hat der geteilte Embryo ihnen 4 Augen und ein Ohr in der Mitte ihrer gemeinsamen Stirn beschert. Ein aufgeregter Bauer nannte die kleinen Cowpig, um seiner Familie während Covid Glück zu bringen. Leider starb der Glücksbringer des Bauern nach 4 Tagen, was für das Jahr 2020 morbid erscheint. Wie ich bereits angedeutet habe, ist es unglaublich selten, mit einer Krankheit wie Bicephalie zu überleben. Der unvollständig entwickelte, gespaltene Körper ist anfällig für fast endlose Anomalien und Komplikationen.
Funktionen im Herzkreislauf, Nerven oder Verdauungssystem, die es dem Körper von Tieren, wie unseren kleinen Schweinekameraden, fast unmöglich macht, lebenswichtige Funktionen zu erfüllen. Bei den Kopik-Zwillingen behinderte die ungewöhnliche Schädelform die Entwicklung des Gehirns, sodass sie zu schwach und unkoordiniert waren, um zu überleben. Das ist natürlich sehr traurig, aber das hinderte sie nicht daran, liebenswert zu sein. Einige Tiere mit zwei Köpfen gibt es in kleineren und noch niedlicheren Verpackungen. Im August 2019 wurde eine winzige, zweiköpfige, unechte Karettschildkröte am Strand von Hilton Head Island in South Carolina von einer Gruppe gefunden, die die diesjährigen Schlüpflinge am Strand beobachtete. Nach Angaben der Sea Turtle Conservancy erreicht nur eine von 1.000 bis 10.000 Meeresschildkröten das Erwachsenenalter. Und leider konnten diese zweiköpfigen Schildkröten weder schwimmen noch sich geradeaus bewegen, da ihre Flossen von getrennten Köpfen gesteuert wurden, was ihre Chancen noch weiter verschlechterte. Außerdem war ihr oberer Panzer missgebildet, was es ihnen noch schwerer machte, sich geschmeidig fortzubewegen und geschützt zu bleiben. Kurz nach ihrer Entdeckung wurden sie aber wieder ins Meer entlassen. Da es also technisch gesehen keine Bestätigung für ihren Tod gibt, nehmen wir einfach an, dass sie noch irgendwo da draußen sind und gesund und munter im Kreis schwimmen, ja? Wenn du dir ihr Verhalten ansiehst, denkst du vielleicht, dass Katzen schon seltsam genug sind, aber warte, bis du eine von diesen kleinen Kerlen siehst. Diese Katzen sind als Januskatzen bekannt, benannt nach dem römischen Gott mit den zwei Gesichtern. Eine oder zwei der berühmtesten Januskatzen der Welt sind ein Paar namens Frank und Louis oder Frank und Louis. Diese Januskatze hatte drei Augen, zwei Nasen und zwei Mäuler. Diese besondere Art der Gesichtsdeformation, manchmal auch Diprosopos genannt, wird normalerweise durch eine unglaublich seltene angeborene Störung verursacht, die als kraniofaziale Duplikation bezeichnet wird. In diesen Fällen ist das sogenannte SHH-Gen, das den Körper anweist, Proteine zu produzieren, die die Entwicklung des Gesichtes, des Gehirns und des Schädels steuern, übermäßig aktiv. Dies kann dazu führen, dass sich zwei Gesichter und manchmal auch zwei Gehirne auf einem Kopf bilden. Da sich Frank und Louis Gesicht als Embryo nicht symmetrisch entwickelte, funktionierte sein mittleres Auge nicht richtig und er hatte nur einen funktionierenden Mund. Louis hatte keinen Unterkiefer, um richtig zu fressen, sodass Frank für das Kauen und Schlucken zuständig war. Obwohl die Besitzer jedem Gesicht seinen eigenen Namen gegeben hatten, gab es zwischen ihnen nur ein Gehirn und einen Magen. Das bedeutete zum Glück, dass es keine Kämpfe um die Kontrolle gab. Alles wurde auf angenehme Weise von einem einzigen Gehirn koordiniert, sodass Frank und Louis lange Zeit bei bester Gesundheit und sogar stark genug war, um mit anderen Katzen zu spielen. Während Januskatzen aufgrund von Problemen bei der Entwicklung ihrer Speiseröhre, die das Schlucken und Verdauen von Nahrung erschweren, fast nie lange leben, war Frank und Louis eine Anomalie ohne solche Probleme und überlebte weit über die übliche Lebenserwartung eines Janus hinaus. Im Jahr 2014 starb Frank und Louis im Alter von 15 Jahren an Krebs, aber nicht bevor sie den Guinness-Weltrekord für die am längsten lebende Januskatze erhalten hatte. Ich schätze, während normale Katzen nur 9 Leben haben, muss Frank und Louis 18 gehabt haben, um so lange am Leben zu bleiben. Wenn du eine Schwäche für alles hast, was zwei Köpfe hat, dann hast du nichts gegen einen Mann namens Todd Ray. Todd Ray besitzt die weltweit größte Sammlung von Tieren mit zwei Köpfen. Eines der Highlights seiner Sammlung in Los Angeles ist eine doppelköpfige östliche Suppenschildkröte, die 2011 gefunden wurde. Die beiden zusammengewachsenen Schildkröten namens Squirt und Crush waren mit 6 Wochen winzig klein und konnten sich kaum bewegen. Ihr Zustand war so schlecht, dass Ray überlegte, etwas zu tun, was er noch nie zuvor getan hatte, die Tiere chirurgisch trennen zu lassen. Aber ihre Körper waren durch das Plastron, die Unterseite des Panzers, miteinander verbunden und wenn es einmal durchtrennt war, konnte es nicht mehr nachwachsen. Obwohl Ray kurz davor stand, einen Tierarzt für die Operation zu gewinnen, starb das Paar tragischerweise, bevor er weitermachen konnte. Rest in peace, kleine Kerle. Was hat 2 Köpfe, 4 Augen und 6 Beine? Eine verrückt aussehende, lebende, atmende Bartagame natürlich. Im Mai 2010 fand unser Freund Todd Ray ein gutes Zuhause in seiner Sammlung für diese besonderen zweiköpfigen Reptilien, die er Pancho und Lefty nannte. Mit ihren beiden Vorder- und Hinterbeinen konnten sie sich relativ leicht fortbewegen, außer wenn einer schlafen wollte und der andere nicht. Dann zog Lefty seinen bewusstlosen Bruder in eine Richtung, um zu laufen. Und wenn Pancho unweigerlich aufwachte, zog er
er ihn in die andere Richtung. Eine Sache, bei der Ray sich nie sicher war, ob sie zwei Mägen hatten oder sich einen teilten. Ein geteilter Magen würde theoretisch bedeuten, dass der eine Kopf den anderen ausnutzen könnte, da ihre Energie aus der gleichen Quelle stammt. Es gab jedoch keinen bestimmten Esser unter den Drachenzwillingen, auch wenn sie sich nicht immer einig waren, was das beste Futter war. Pancho war als der aggressive Grillenfresser bekannt, während Lefty immer mit Gemüse zufrieden war. Aber stell dir vor, du müsstest dich jedes Mal mit einem zweiten Gehirn streiten, wenn du etwas essen willst. Oder wenn es nur einen gemeinsamen Magen gäbe, plötzlich satt zu sein, ohne das Gefühl zu haben, etwas gegessen zu haben. Komisch, oder? Nun, du wirst Pancho und Lefty nicht mehr fragen können, wie es wirklich ist, denn leider sind sie inzwischen verstorben. Aber ich bin froh, dir sagen zu können, dass sie im Gegensatz zu vielen zweiköpfigen Kreaturen ein erfülltes Leben geführt haben. Oder sollte ich sagen, zwei. Zurück im Stall. Es ist Zeit für Lucky aus Kentucky, ein zweiköpfiges Kalb, das 2017 von den Farmern Stan und Brandy McCubbin geboren wurde. Lucky wurde mit zwei Mäulern, zwei Nasen und vier Augen geboren, von denen die beiden mittleren blind sind und sich eine Augenhöhle teilen. Wenn sich eines von Luckys Mäulern bewegte, bewegte sich auch das andere, was darauf hindeutet, dass es nur ein Gehirn im Kopf des Kalbes gab, das seine Bewegungen steuerte. Stell dir vor, wie viel du an Thanksgiving essen könntest, wenn du zwei Mäuler hättest und wie laut du danach rülpsen könntest. Luckys Mäuler waren jedoch durch Gaumenspalten deformiert, was bedeutete, dass das Dach jedes Mundes unregelmäßig geformt war, sodass sie beim Fressen weitere Unterstützung brauchten. Die Bauern sorgten dafür, dass es Lucky so gut wie möglich ging, indem sie ihr dreimal täglich püriertes Futter und Milchpulver mit der Flasche gaben. Während die meisten zweiköpfigen Tiere nur wenige Stunden oder Tage leben, brachte es Lucky auf stolze 108 Tage. 10 Jahre zuvor, im Jahr 2007, wurde eine andere zweiköpfige Kuh unter etwas ironischen Umständen geboren. Der Landwirt Kirk Heldreth aus Virginia hatte selektive künstliche Besamung eingesetzt, um die bestmögliche Kuh zu züchten und dabei etwas völlig Unerwartetes erreicht. Als eine von Heldreths Kühen kalbte, dachte er zunächst, sie habe Zwillinge geboren. Bei näherem Hinsehen entdeckte er jedoch ein einzelnes Kalb mit 3 Zähnen, 2 Unterkiefern und 2 Zungen im Maul. Das war jetzt nicht die Schaukuh, die er erwartet hatte, aber Kirk nannte sein einziges Kalb Star, verliebte sich in ihren liebenswerten Charakter und kümmerte sich um sie, bis sie 2 Monate später starb. Sieht so aus, als hätte der Himmel einen neuen Star bekommen. Was? Ich weine nicht, das ist nur eine Allergie. Dieser einzigartige Schweinswal, der vor der niederländischen Küste gefunden wurde, lässt den dreiäugigen Fisch aus den Simpsons fast normal erscheinen. Ein niederländischer Fischer entdeckte die beiden Neugeborenen im Mai 2017 in der kalten Nordsee. Sie hatten ein gemeinsames Flossenpaar und einen zweiten Kopf, der seltsamerweise im rechten Winkel aus dem Nacken wuchs. Bevor der Fischer den Schweinswal ins Meer zurücksetzte, bemerkte er, dass sich sein Schwanz nicht zum Schwimmen versteifen konnte. Das bedeutete, dass sich das unglückliche Tier nur schwer hätte fortbewegen können, obwohl es offenbar totgeboren worden war. In einer so unbarmherzigen Umgebung wie dem Meer war der frühe Tod des kleinen Schwimmers vielleicht eine Art Gnade? Apropos Gefahren im Meer. Einem normalen Hai zu begegnen ist für die meisten Menschen schon eine unangenehme Vorstellung, aber ein Hai mit 2 Köpfen, das ist der reinste Albtraum. Doch im Jahr 2020 wurde im indischen Bundesstaat Maharashtra im täglichen Fang eines Fischers ein überraschend niedlich aussehendes 2-köpfiges Hai-Baby gefunden. Der verblüffte Fischer warf den bissigen 2-Köpfer schnell wieder zurück ins Wasser, nicht ohne vorher ein paar Fotos vom seltenen Fang zu machen. Später teilte er diese Bilder dem Marine Fisheries Research Institute mit, dem nur 2 weitere Fälle in ganz Indien bekannt waren. Mit einem 2-köpfigen Hai-Baby kann ich leben, aber wir sollten dankbar sein, dass wir noch keine ausgewachsenen 2-köpfigen weißen Haie oder Hammerhaie in den Wellen gesehen haben. Apropos furchterregende Raubtiere mit 2 Köpfen. Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Grizzlybär mit 2 Köpfen aussehen würde? Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass es schon schlimm genug ist, einem normal aussehenden Bär gegenüberzustehen. Deshalb wird es dich freuen, dass es zwar viele mit Photoshop bearbeitete Bilder im Netz gibt, aber es noch nie einen offiziellen Bericht über einen Bären mit 2 Köpfen gegeben hat. Höchstens auf den Flaggen der mutierten nuklearen Einöde aus der Fallout-Serie. Der gleiche Fall von visuell aufgeregten Ideen, die nur in Photoshop existieren, gilt auch für andere große Landsäugetiere wie Pferde und Nashörner.
Aber der Grund, warum ich dir diese kreativen Ideen zeige, ist, dass es einen faszinierenden Grund gibt, warum du zweiköpfige Säugetiere wie diese nicht im wirklichen Leben siehst. Es hat sich herausgestellt, dass Säugetiere zu den Tiergruppen gehören, bei denen es am unwahrscheinlichsten ist, dass sie zwei Köpfe bekommen, weil Gruppen wie die Reptilien Eier legen. Diese Eier sind Umwelteinflüssen ausgesetzt, insbesondere Temperaturschwankungen, die zu Fehlern bei der Zellteilung führen können. Dies hat dazu geführt, dass im Laufe der Jahrhunderte Hunderte von Schlangen mit zwei Köpfen gefunden wurden, wie hier Double Dave, die Klapperschlange aus New Jersey. Bei Säugetieren hingegen werden nicht nur die Temperatur und die chemische Zusammensetzung der Umgebung im Mutterleib von der Körper der Mutter genau reguliert, sondern der Körper der Mutter neigt auch dazu, Embryonen mit solchen Defekten automatisch abzustoßen. Das bedeutet, dass weniger zweiköpfige Säugetiere geboren werden und noch weniger ein Kind zur Welt bringen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, wie cool es wäre, auf einem zweiköpfigen Pferd durch die Stadt zu reiten. Vielleicht ja eines Tages. Es gibt viele Fälschungen im Netz, aber dieses nächste hier, sehr echte zweiköpfige Reptil, beweist, dass die Realität noch seltsamer sein kann als die Fiktion. Dieser zweiköpfige Shingleback-Skink, der aussieht wie ein Videospiel-Boss in Miniatur, wurde 2016 in Victoria, Australien gefunden. Während die Trennung der Embryonen in diesem Fall auf ungewöhnliche Weise erfolgte, da die Echse im Wesentlichen zwei vollentwickelte Oberkörper und Köpfe hatte, bedeutete das verschmolzene Ende, dass eine koordinierte Fortbewegung ziemlich schwierig war. Obwohl sie sich meist in entgegengesetzte Richtungen bewegten, war das Fressen kein Problem, wenn das seltsame Paar über Beute stolperte, vorausgesetzt sie konnten sich einigen, wer zuerst zubeißen durfte. Ein noch seltsameres Exemplar wurde 2014 geboren, als der Ökologe Leon Blaustein in einem Universitätslabor in Israel Feuersalamander züchtete. Eine Kaulquappe, die später Arne und Sebastian getauft wurde, sah etwas anders aus als die anderen. Als sie sich entwickelte, konnten sich zwar beide Köpfe bewegen, aber offenbar wurde nur einer beim Fressen beobachtet, was darauf hindeutet, dass sie sich einen Magen teilten. Die Forscher vermuten, dass der Defekt durch Umweltverschmutzung, veränderte Strahlungswerte am Wohnort der Mutter oder einfach durch zufällige Mutationen ausgelöst wurde. Generell reagieren Amphibien wie der Salamander besonders empfindlich auf Veränderungen der Umweltverschmutzung, da ihre poröse Haut und ihre Eier Chemikalien aus der Umwelt leicht aufnehmen können. Auch wenn ich jeden Versuch verurteilen muss, diese zweiköpfige Seltsamkeit nachzumachen, indem man Feuersalamander in Tschernobyl Teichwasser badet, muss ich zugeben, dass es ziemlich cool wäre, einen von ihnen als Haustier zu haben. Von fantastischen Erscheinungen bis hin zu Horrorshows. Schau dir diese siamesischen Zwillinge an, die 2001 tot unter einem Mangobaum im Südosten Brasiliens gefunden wurden. Da es sich hierbei um die dritte Zwillingsfledermaus handelt, die je gefunden wurde, kannst du dir sicher vorstellen, wie das Gewicht des weiteren Kopfes und die eingeschränkte geteilte Kontrolle über die Flügel das Überleben und überhaupt das Fliegen unmöglich machten. Röntgenaufnahmen dieser männlichen neotropischen Flughunde zeigten, dass sie einen 5,1 Zoll langen Körper mit einer an der Basis verbundenen Wirbelsäule und zwei getrennten, aber ähnlich großen Herzen und Köpfen hatten. Ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass sich Batman bei seinem Kostüm nicht dieses Ding als Vorbild genommen hat. Reinigen wir doch unsere Augen und Seelen doch gleich mit ein paar niedlichen Hirschbabys von den stirnrunzelnden Fledermäusen. Mit einem Kopf in der Waagschale sind sie schon ganz lustig, aber wie würden sie wohl mit zwei Köpfen aussehen? Diese zusammengewachsenen weiblichen Weißwedelhirsche, die im Mai 2016 in einem Wald in Minnesota gefunden wurden, lebten nicht lang genug, um ihre Beine auszuprobieren. Ein Röntgenbild zeigte, dass ihre Hälse an der Wirbelsäule zusammengewachsen waren und eine MRT-Untersuchung ergab, dass sie nur ein paar Lungen hatten, die offenbar bei der Geburt nicht funktionierten. Sie teilten sich auch eine Leber, waren aber so nett, ihre beiden Herzen für sich zu behalten, eines pro Hirschhälfte. Ein Hund mit zwei Köpfen wäre keine leichte Aufgabe, aber wenn er so aussehen würde wie dieser goldene Junge, dann wäre es alles wert. Schließlich gäbe es dann doppelt so viele Kinder zum Kratzen. Aber dieser Hund mit zwei Köpfen ist nur eine optische Täuschung. In Wirklichkeit sind es zwei verschiedene Hunde. Der Körper des einen ist nur hinter der Tür versteckt. Das Erschreckende daran ist, dass es tatsächlich Hunde mit zwei Köpfen gibt. Und das nicht nur aufgrund embryonaler Anomalien, nein, wir haben sie tatsächlich erschaffen.
In den 1950er Jahren schuf ein Wissenschaftler namens Wladimir Demikow einen zweiköpfigen Hund, indem er, beruhigenderweise, zwei Hunde miteinander verpflanzte. Zwischen 1954 und 1959 führten Demikow und seine Mitarbeiter unzählige Experimente an Hunden durch, um den Weg für die Erforschung der Organtransplantation beim Menschen zu ebnen. Indem er den Kopf und die Vorderbeine eines Welpen direkt an das Gefäßsystem eines größeren Hundes anschloss, schuf Demikow lebende, atmende Hunde. Der angeschlossene Kopf konnte zwar nicht im herkömmlichen Sinne essen, da er nicht mit dem Verdauungstrakt verbunden war, aber er wurde mit dem sauerstoffreichen Blut seines Wirtes versorgt. Erstaunlicherweise überlebte Demikows erfolgreichstes Exemplar einen Monat, bevor der Körper des Wirts den parasitären Mitbewohner abstieß. Obwohl Demikows Experimente für die medizinische Wissenschaft von großem Nutzen waren, verurteilte man selbst im damaligen Sowjetrussland seinen Doppelgänger-Dilettantismus. Also, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jetzt, wo wir bewiesen haben, dass es möglich ist, sollten wir die Hunde in Ruhe lassen, oder? Würdest du dir eines dieser seltsamen und wunderbaren zweiköpfigen Wesen als Haustier halten? Bist du selbst schon mal einem zweiköpfigen Tier begegnet? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.